So, englische Woche Teil 2 nach unserer Pokalpflichtaufgabe am Wochenende in Dresden geht es für uns nun morgen weiter mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Lokomotive Leipzig. Wir spielen da um 19 Uhr im Bruno-Klache-Stadion. Rico, eine ganz, ganz andere Aufgabe wie am Wochenende. Tabellenzweiter, ungeschlagen bisher, auch nur 2 Gegentore. Klingt nach einer kniffligen Aufgabe. Eine große Herausforderung, keine Frage. Und die Rollen sind ja ganz klar verteilt. Ja, mit den Ausgangswerten, die jetzt Lok Leipzig jetzt vorzuweisen hat. Und vor allen Dingen auch von der Art und Weise, wie Leipzig spielt. Die ersten 6 Spiele mit diesen Punkten, mit diesen 14 Punkten, ganz klare Favoritenrolle. Wir wollen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Aber wir haben schon ein paar Themen auch zu bearbeiten gehabt, auch in den letzten Tagen. Nach dem Altenige-Spiel, da haben wir die Dinge auch nochmal ein Stück weit auch alle gemeinsam auch reflektiert, ob ich jetzt als Trainer im Trainerteam zusammen mit dem Robin, die Mannschaft, muss man auch sagen, größten Respekt auch, und das stelle ich mir auch vor als Trainer, dass da auch intern mal darüber gesprochen wird, was ist vielleicht liegt im Argen, was müssen wir dort nachsteuern als einzelner Spieler, als Gruppe, als Mannschaft und natürlich dann auch im Miteinander, auch mit Mannschaft, mit Trainerteam, mit allen gemeinsam, damit wir diese Ausschläge, die wir jetzt in der Saison hatten, ja, mit diesem Ausschlag, erster Spieltag, dann ging das hoch, sportlich, auch Punkte, von den Punkten her, und dann so dieser Tiefersetzer mit den letzten 2 Spielern, vor allen Dingen dann auch nochmal Altklinike mit einem Ergebnis verbunden, und das macht uns ja alle nicht zufrieden, das wissen wir. Das wissen wir, dass wir das erstmal auch deutlich besser machen können. Das haben wir auch schon nachgewiesen, auch die Mannschaft hat das nachgewiesen. Und das gilt es halt jetzt in dieses Spiel bei Lok Leipzig zu übertragen. Und da war dieses Startspiel in Dresden-Striesen gegen den Landesklasse-Vertreter, war das ein ordentlich solides Spiel. Die Kritiker würden wieder meinen, wir müssen doch 5, 6, 7, 8 Tore fallen. Was ist denn los? Es ist immer schwer, gegen den stehenden Gegner zu spielen. Auch unter diesen Bedingungen, der Platz, der Ball, ohne das jetzt komplett dahin zu schieben. Aber meine Jungs haben sich dort sehr gut bewegt, haben auch die Dinge, die wir davor uns mitgenommen haben, die wir uns zurechtgelegt haben, mit Bravour auch versucht umzusetzen, und am Ende steht, dass wir weitergekommen sind. Jetzt gilt es natürlich dieses Punktspiel. Wir haben ja 2 Spiele mit Leipzig, mit Almburg, dann das Heimspiel am Sonntag, dass wir einen anderen Auftritt zeigen, ganz klar vom Engagement her. Da steckt viel, viel Energie drin, viel Talent in der Mannschaft, aber eben auch immer wieder auch über die Basics zu sprechen und über die Basics zu kommen. Und das hat Leipzig, wenn ich mir so die Spiele angeguckt habe, Lok Leipzig, das Final in einer breiteren Spanne hinbekommen. Dieses robuste Spiel, dieses ein schnelles Umschaltspiel, und natürlich treffen sie auch aktuell hervorragend. Das gilt es halt für uns zu entdecken, ja, auch in dieser mannschaftlichen Geschlossenheit. Und es geht nur mannschaftlich geschlossen, das Spiel morgen in Leipzig anzugehen. Und wir wollen jetzt dort auch punkten, ganz klar. Das ist unser Auftrag und auch unser Ziel. Und das spürt man auch in der Mannschaft, dass da auch nochmal wieder ein anderer Move drin ist, eine andere Energie drin ist. Und ich wünsche mir, dass die Jungs das dann noch am morgigen Abend in Leipzig dann aufs Feld bringen. Gut, und wer steht dir dafür zur Verfügung? Jetzt hast du ja im Pokal ein klein wenig durchrotiert. Ja, gib uns mal kurz das Update, wie es so im Kader allgemein aussieht. Fast perfekt, außer Yannick Vogt leider verletzt nach wie vor. Keine signifikante Verbesserung. Und Randolf Riesen, Sani Zimmer, was so eine Sonderrolle ist, den wir ja so langsam auch ranführen wollen an das Thema auch Mannschaft und dann perspektivisch auch in die Spiele reinzubringen, sind wir letzte Woche reingestartet mit 19 Feldspielern, sind alle dabei. Auch jetzt zu morgen hin, zum dem Abendspiel, haben wir 19 Feldspieler plus unsere Keeper. Und das ist eine sehr gute Ausgangslage. Ja, das hatte ich auch letzte Woche auch so vom Briefing, vor dem Dresden-Briefing mitgegeben, dass wir ja diese Mannschaft, ja, wir sind eine große Mannschaft, wir haben Wettbewerb, wir haben Konkurrenzkampf,
Das war vielleicht auch, ist ja auch ein Stück weit was Neues, anders als letzte Saison noch, wo wir da immer wieder rotieren mussten und schieben mussten und U19-Spieler. Nein, das ist jetzt dieses Jahr anders und das ist gut so. Da haben wir also einen Wettbewerb und wer dort dann final steht auf dem Feld, hat auch die Verantwortung für sich und für die Mannschaft dann auch zu leisten. Ja, mit dem Hintergrund natürlich, dass wir die Jungs haben, die in der zweiten Reihe sind. Ich habe ja da auch schon hier und dort auch ein Stück weit auch die Rotation auch bewusst begonnen, um einfach auch zu zeigen, dass ja auch den anderen Spielern der zweiten Reihe, dass es sich lohnt, gute Trainingsleistungen zu zeigen, um dann schlussendlich auch zu spielen. Ja? Und ein Lloyd betrifft das ja auch, der jetzt die ersten Wochen gar nicht dabei war, aufgrund einer Spielverletzung von Cottbus, vom Vorbereitungsspiel, wo er jetzt nicht dafür konnte, für eine Verletzung kommt man nie, aber das war in Kontakt und hat jetzt auch eine schwierige Phase gehabt. Diese 4-5 Wochen hat es ja gedauert, mal ging es besser, mal ging es schlechter. Und jetzt ist er auch wieder dabei und das freut uns, da freue ich mich auch für den Lloyd. Und das gilt halt zusammenzupacken und mit diesen 19 Feldspielern plus unsere Torhüter sind wir jetzt in diese enge Woche gestartet mit Dresden-Striesen, jetzt Leipzig, am Sonntag Einburg und es geht eben dann schlussendlich auch nur zusammen, weil wir auch nicht wissen, Spielverletzungen, Sperren etc. pp. Also es ist eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Und die Energie in der Mannschaft ist gut, ist sehr, sehr, sehr gut. Ich wünsche und erwarte mir, dass wir das dann eben morgen aufs Feld kriegen. Dann machen wir direkt weiter mit euren Fragen, bitte. Ja, Herr Rico, du hast von den Baustellen gesprochen, die es gab oder auch gibt, aufgrund der Sportentwicklung in der Liga. Um diese zu beackern, fand das jetzt nur in den letzten Tagen auf dem Trainingsplatz statt oder gab es da auch so eine teambildende Maßnahme? Gemäß dem Motto, wir sprechen uns beim Italiener nochmal aus oder wie seid ihr die Sache angegangen? Das ist ja sicher auch ein mentales Problem, vielleicht eine mentale Sache. Also das Leben beginnt immer im Kopf. Ja. Oben die Synapse nicht funktioniert, mache ich keine Schritte in die Richtung, ganz klar. Ne. Wir haben jetzt keine Teambildung, dass wir im Kletterwald waren oder im Italiener. Ja. Da haben wir jetzt aktuell auch gar nicht das Geld dafür. Ja, wir haben alles in den Kader reingesteckt und wir haben das besprochen, ob das jetzt auf der Führungsebene ist. Ja, da reden wir aber nicht über also jetzt, wir haben es, unser Präsident ist da, unser Vorsitzender, mit dem André Beuschold, mit dem Robin besprochen, ja, einfach auch die Dinge mal zu beleuchten und zum anderen natürlich auch innerhalb der Mannschaft, wie ich es gesagt habe, dass auch die Mannschaft sich zusammengesetzt hat, auch mal wahrscheinlich, ich war nicht dabei, aber auch da mal ein bisschen ernster, auch mal ein bisschen offener mit den Dingen umzugehen. Ja, wir sind ja eine große Gruppe und wir sind auch eine junge Mannschaft. Das muss ich auch nochmal sagen, das will vielleicht der eine oder andere nicht hören. Wir hatten gegen Altlinike einen Altersschnitt von 22 auf dem Feld. 22 Jahre. Ja, und wir treffen auf morgen auf eine Mannschaft, die schon viel fertigere Spieler haben. Ja, also haben auch junge Spieler drin, aber in Summe schon mehr fertige, also fertige, die 27, 28, 30 sind, die eben in ihrer Sportlerkarriere schon viel erlebt haben. Wo wir jetzt ja unsere Jungs im größten Teil das jetzt auch hier in diesem zweiten Jahr mitnehmen und auch diese Erwartungshaltung, die jetzt natürlich logischerweise, und das verstehe ich absolut, von unseren Zuschauern, von unseren Sponsoren, von allen. Ich habe ja auch eine Erwartungshaltung und ich bin auch nicht darüber erfreut und bin also es kotzt mich auch an, ja, dass wir jetzt 6 Punkte haben. Ich habe mir das natürlich auch anders erwartet oder gewünscht, dass wir ein Stück weiter sind. Aber es ist eben wiederum so, das müssen wir einfach auch annehmen und akzeptieren, dass es so, wie es ist. Ja. Und das gilt eben auch in die Mannschaft hineinzugeben. Und wir brauchen da ein Stück Geduld. Wir brauchen natürlich andere gefühlt. Fußball ist ein subjektiver Eindruck. Ja. Der Fan oder der Sponsor oder ich sage, Mensch, müssen wir die 5% oder die 10% fehlen oder das ist ja, meine Jungs, die Mannschaft hat das auch gegen Altlinike immer versucht,
So, und wer Sport getrieben hat, weiß, wie dort die Dinge dann auch manchmal auch laufen. Ja, da gibt es Momente, wo alles perfekt läuft. Sie jetzt auch bei Lok Leipzig und die haben diesen Move und das, da läuft das. Und das sind eben so Mannschaften, da gehören wir aktuell eben auch dazu, die sich das immer wieder auch hart erarbeiten müssen. Und dieses Final, diese Atmosphäre, was den Spieltag betrifft, was aber auch das Training betrifft, ja, Training und dann Spieltag, immer wieder diese Atmosphäre herzustellen. Siehe Chemnitzer FC, wo wir in Chemnitz waren, wo eine unglaubliche Atmosphäre, so was man da selbst manchmal gar nicht so zu wenig hat in seiner Karriere, aber das war eine fantastische Energie und dann ist das übertragen worden aufs Feld. Und das geht aber eben Woche für Woche für Woche für Woche für Woche. Und dann gehen wir eben jetzt dann auch die Entscheidungen, die dann auf dem Feld getroffen werden, reden wir über Standards, ja, diese Aufmerksamkeit. Wir hatten davor Eckbälle zu verteidigen, die haben wir solide, seriös verteidigt gegen Altlinike. Aber dann die Wachheit auch bei dem nächsten, bei dem Freistoß aus dem Halbraum oder bei der nächsten Ecke. Immer wieder auch sich selber dort als Spieler zu fokussieren und nebenher natürlich der eine oder andere, komm ran, komm, stell dich ein bisschen anders, geh in die Innenbahn rein. Ja? Also nicht nur mit sich selber zu tun haben, sondern eben auch rechts, links zu gucken, dass wir eben solche Dinge, wie wir es jetzt auch leben mussten gegen Altlinike, gerade aus dem harten Fakt Standards, was wir auch bearbeitet haben. Ja, das sind so Themen, die wir in der Trainingsarbeit bearbeitet haben. Aber schlussendlich ist ja Wettkampf, Wettkampf. Training ist Training. Das ist Training, wenn da mal ein Ball reinrutscht, ist das noch nicht so schlimm dramatisch. Morgen ist Wettkampf und da gilt es halt dann, sich so zu konzentrieren, zu fokussieren, aber eben auch mit diesem Mut zu spielen, Fußball zu spielen und möglichst, das ist unser Ziel, zu punkten in Leipzig. Du darfst. Aran Leut, schilder doch mal deine Eindrücke jetzt, die Situation der Mannschaft. Wie ist die Stimmung im Team und mit welchen Zielstellungen gehst du persönlich morgen? Wo reist du nach Leipzig? Also Trainer hat da schon viel gesagt. Also die letzten Wochen waren etwas schwierig für uns, weil die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Aber ich muss sagen, jetzt die letzten ein, zwei Wochen ungefähr so, war das Training schon gut. Also die Stimmung ist besser geworden. Wir haben auch viel miteinander gesprochen, in der Kabine, privat auch. Haben Fehler analysiert, auch mit der Mannschaft intern. Und ich denke, dass für morgen Zielstellung klar ist. Also wir wollen auf jeden Fall punkten, wollen unser Bestes geben, wollen ein bisschen uns so einen Umsturz machen, also wieder andere Leistung zeigen. Und genau so. Bitte. Ja, Rico, ich habe mal in den Ergebnissen geguckt und gesehen, dass Leipzig sich im Sachsenpokal auch sehr schwer getan hat. Sagt man da als Trainer, gucke ich auch mal, was Taucher da so gemacht hat in dem Spiel? Oder sagt man sich, Pokal ist völlig aus der Wertung, da kann alles passieren? Man guckt drauf und wir haben jetzt nicht das direkt gesehen, das Spiel, natürlich das Ergebnis. Aber das sind die wiederkehrenden Ergebnisse. Das sieht man ja im DFB-Pokal auch, wie weit ist letztes aus Saarbrücken gekommen, gegen dann auch Bundesligisten. Ja, und das ist, da kommt die emotionale Bereitschaft des unterklassigen Gegners mit einer guten Sortierung im Spiel gegen den Ball. Und das können mittlerweile alle Mannschaften in der Republik. In der Kreisklasse wird auch perfekt toll verschoben und gegen den Ball gearbeitet. Und diese Lücke zu finden, die ist schon schwer. Ja? Und wenn du einmal diese Lücke findest in der 5., 6., 7. Minute, dann kriegt das schon eine andere Dynamik. Aber wenn du die Lücke hast, wie wir es in Mitte der ersten Halbzeit finden und wir eine brenzlige Situation hatten, ja, dann muss man sagen, das hat dann der Lukas Siemann hervorragend antizipiert. Da geht sonst der Gegenspieler alleine aufs Tor zu, dann kann es vielleicht 1-1 stehen zu dem Zeitpunkt. Dann kriegt das wieder eine andere Atmosphäre, das Spiel. Und so ist es ja auch jetzt bei Lok Leipzig. Die haben jetzt ein Spiel spielen müssen, was sie so in der Liga nicht ihr Spielstil ist. Ballbesitzspiel über 80% von den Werten her, sondern da ist das eher das Spiel umschalten, eklig im Zweikampf und haben schnelle, flinke Jungs vorne.
und haben das auch für sich entdeckt, anders als wir, noch nach wie vor, dass sie verlässlich treffen. Möchtest du noch was zu deiner taktischen Ausrichtung verraten? Stichwort Dreier-Viererkette. Wir bleiben auf unserem Weg. Jetzt ziehen wir auch durch. Und da hat sie es. Gut, dann können wir noch mal ganz kurz überlegen, ob ihr noch Fragen habt. Ich würde mal zu den User-Fragen der Woche an Lloyd kommen. Und zwar fragt Scott Hertz erstmal, schön, dass du endlich wieder fit bist. Er meint, auf deine Dynamik sind wir angewiesen. Ich glaube, so ganz falsch liegt er da nicht. Er fragt, wie hast du die Verletzungspause verbracht und worauf freust du dich jetzt wieder am meisten? Also erstmal Dankeschön. Und ja, also die Verletzungspause ist ja immer, als Fußballer kannst du nicht viel machen. Vor allem bei meiner Verletzung, das war eine Fußprellung. Da kannst du einfach nur ein bisschen warten, bis es wieder besser wird. Und ja, Oberkörperkrafttraining immer mal wieder antesten, auf jeden Fall Behandlung auch. Ich habe auch viele Trainingseinheiten zugeguckt. Die Spiele habe ich eigentlich alle geguckt. Also alle Heimspiele auf jeden Fall. Und ja, sonst habe ich nicht viel gemacht, außer halt gewartet. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall froh, wieder zurück zu sein, um dem Team helfen zu können. Toni Bayer fragt, was machst du denn abseits vom Fußball? Daniel? Abseits vom Fußball? Viele Sachen eigentlich. Also ich bin sehr sportbegeistert, also auch in anderen Sportarten. Ich kann nicht selber spielen, aber ich gucke oft. Also NFL hat jetzt wieder angefangen, das gucke ich auf jeden Fall. Basketball immer wieder. Die Olympischen Spiele habe ich viel geguckt. Zocken ist auch immer noch ein Thema bei mir. Das mache ich eigentlich gerne. Und sonst mit Freunden treffen, aus der Mannschaft auch rausgehen. Das auf jeden Fall. Okay. Michael Güntner sagt, es macht ihm viel Spaß, dir zuzuschauen. Angenommen, du hättest heute Geburtstag und der Trainer fragt dich, Leute, auf welcher Position möchtest du spielen? Was würdest du antworten? Also wenn das ein ernstes Spiel ist, also ein Pflichtspiel ist, würde ich sagen Linksverteidiger. Wenn das Freundschaftsspiel oder Testspiel ist, würde ich sagen auf 10 vielleicht mal austesten. Ich habe noch nie gespielt und das ist schon eine Lieblingsposition von mir. So ist es. 10er. Also sonst Linksverteidiger. Abschlussfrage kommt von Meili Kalisch. Was willst du mit dem FSV noch erreichen? Also ich bin eigentlich so ein Mensch, der immer Stück für Stück denkt, also auch immer Step by Step. Und als allererstes auf jeden Fall Punkt morgen, das auf jeden Fall erreichen. Und sonst einfach wieder stabilisieren, dass wir gut stehen in der Tabelle, dass man auch irgendwann wieder als Top-Team angesehen wird, dass man sich Respekt erarbeitet in der Liga. Das ist auf jeden Fall jetzt kurzfristig, auch langfristig sozusagen mein Ziel auf jeden Fall. So. Danke dir. Habt ihr noch weitere Fragen gefunden? Jawohl, hier. Noch einmal bitte das Mikrofon nach außen reichen. Ja, nochmal an die Leute eine Frage. Und zwar in Chemnitz habe ich beobachtet, bist du während des Spiels und nach dem Spiel über den Zaun geklettert zum Fans. Schilder mal deine Eindrücke da. Ja, das war eigentlich rein aus der Emotion heraus, weil es war so ein Derby-Sieg, das war der erste Sieg der Saison, weil davor die zwei Spiele haben wir verloren gehabt und ja, dann ist man da emotional immer ein bisschen mitgenommen. Dann stand ich da ja relativ nah dran. Dann wurde ich da ein bisschen hochgezogen von den Fans, also ein bisschen angespornt. Dann habe ich das einfach gemacht und ja, cooler Moment. Gut, dann danke ich euch für euer Erscheinen. Wir sehen uns dann am Freitag hier wieder zur nächsten Pressekonferenz, wenn wir dann auf unser Heimspiel gegen Eilenburg schauen. Bis dahin, alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. Ciao.